Wisst ihr noch, als Jeremias Vieira bedrohte? Hier gut, da Auer? Wir springen in die Saison 2000-2001. Der FC Bayern trifft in der Zwischenrunde der Champions League auf den FC Arsenal. Im Mittelfeld beider Teams treffen Jens Jeremies und Patrick Vieira aufeinander. Und wie es die Gangart beider an sich hatte, haute Jeremies den Arsenal-Star einmal komplett um. Aber dabei blieb es nicht. Wie sein damaliger Mitspieler Mehmet Scholl Jahre später erzählte, gab der Bayern-Profi seinem französischen Gegenüber noch eine besondere Warnung mit auf den Weg. Zitat: Siehst du die Mittellinie? Kommst du drüber, macht das Aua. Hier drüben Aua, da drüben gut. Eine Warnung, die man auf jeden Fall ernst nehmen musste. Der Mittelfeldabräumer sammelte in seiner Karriere 91 gelbe Karten. 5-mal flog er vom Platz. Wenn er Schmerzen versprach, dann gab es auch Schmerzen. Am Ende gewann Bayern das Spiel gegen Arsenal mit 1:0 und zog ins Viertelfinale ein. Im Halbfinale gegen Real Madrid erzielte Jeremies das wichtige 2:1 im Rückspiel. Im Finale von Mailand setzten sich die Bayern dann nach einem Elfmeter-Krimi gegen Valencia die europäische Krone auf.